Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und der heutige Zoo, der kommt vom guten Stony und der schreibt natürlich auch eine E-Mail dazu. Nämlich schreibt er: Hey lieber Dandy, hier habe ich dir mal meinen aktuellen Sandbox-Zoo geschickt. Ich habe das Problem, dass meine Tierpfleger einfach nicht beim Füttern hinterherkommen. Es handelt sich um meinen allerersten Sandbox-Zoo. Dieser ist nicht so kompliziert gebaut, aber bei der Gestaltung habe ich mir dennoch große Mühe gegeben. Er ist völlig ebenerdig. Ich habe knapp über 5000 Gäste, 10 Gehege mit geschätzt 100 Tieren, vielleicht auch mehr. Der Zoo hat auch 4 bis 5 Sterne. Ich bekomme die ganze Zeit die Meldung, dass 34 oder 48 Tiere gerade am Verhungern sind, zum Beispiel in meinem Springbock-, Strauß-, Kaffernbüffel-, Sammelgehege. Ich weiß nicht, ob ich zu viele Futterstellen habe, ob das Gehege zu groß ist oder die Tierpfleger einfach zu langsam sind. Denn sobald ich auf ein verhungerndes Tier klicke, steht da, der Pfleger ist unterwegs und das hört einfach nicht auf. Die häufigste Einstellung zum Füttern ist ja einmal im Monat, daher wundere ich mich, warum ich aus diesem Verhungerwahnsinn nicht rauskomme. Wäre es kein Sandbox-Zoo, wären die Tiere längst tot. Und bevor ich dieses Problem nicht löse, will ich erst gar keinen Online-Zoo anfangen. Ich weiß, du bekommst bestimmt hunderte Zoos geschickt, jedoch hoffe ich, dass du dir das mal ansehen könntest. Es muss ja kein Video dafür geben, obwohl ich mich sehr darüber freuen würde, wenn du mal drüber schauen könntest und ihn mir mit einer Lösung für mein Problem zurückschicken könntest, dann wäre mir sehr geholfen. Mein Steam-Name und mein YouTube-Name schreibt er dann noch, ich weiß nicht, ob ich den vorlesen darf, deswegen mache ich es lieber nicht, mit freundlichen Grüßen. Stony, PS, ich feiere deine Videos weiter so. Dankeschön, Stony. Wir werden uns das auf jeden Fall heute angucken, dein Zoo. Und ich hoffe, ich kann zusammen mit euch eine Lösung für dieses Problem finden. Ich sag schon mal so, ich hatte das Problem auch schon häufig, dass die Tierpfleger nicht das machen, was ich wollte. Und die gehen dann halt einfach nicht zu den Tieren hin, füttern die nicht und sowas. Das liegt einfach, glaube ich, auch so ein bisschen an der KI. Aber wir können mal gucken. Vielleicht finden wir gemeinsam eine Lösung. Und ich würde sagen, wir starten jetzt in dein Zoo. Und da sind wir im Zoo von Stony angekommen. Ich weiß leider gar nicht, wie der Zoo heißt. Das hast du gar nicht dazu geschrieben. Aber wir sehen schon, hier sind einige rote Meldungen. Tier ist am Verhungern. Ich habe gesehen, dass Tiere ausgebüxt sind. Und auch noch weitere Meldungen. Tier zu lange in Transportbox und sowas. Ich will jetzt aber nicht darauf klicken, weil wir sonst von dem Zoo hier, also in eine andere Position teleportiert werden. Wir wollen natürlich jetzt erstmal durch dein Zoo laufen. Schauen uns das Ganze mal an. Vielleicht können wir ja gemeinsam dem Stony ein bisschen helfen. Vielleicht habt ihr ja gute Ideen. Aber erstmal geht's jetzt hier rein in dein Zoo. Und du hast sogar hier drin gestaltet. Ach, wie schön. Hast hier schöne Beleuchtung so eingebaut. Sehr nice. Vielleicht finden wir gleich einen Namen für dein Zoo hier raus. Kann ja gut sein, dass hier gleich ein Schild steht. Ist auf jeden Fall schon mal ein sehr schöner Eingangsbereich. Wirklich nice aus, oder? Schön die Elefanten, die Blumen, hier diese ganzen Zäune, dann hier vorne das ganze Ding. Gefällt mir. Sehr idyllisch. Achso, habe ich das gerade schon erwähnt? Ich glaube nicht. Ich habe den Zoo übrigens geschlossen, weil ich echt schlechte FPS hatte, weil über 5000 Gäste da waren. Jetzt sind halt keine Gäste mehr da. Aber ich glaube, das ist auch einfacher zum Probleme finden. Wenn ich das hier gerade sehe, fällt mir sogar eine Sache auf, was mir aufgefallen ist. Also es gibt leider gar kein Feuer so, außer in solchen Laternen. Das würde ich mir noch sehr, sehr gerne wünschen für Planet Zoo, dass man auch mal ein Lagerfeuer oder sowas vernünftig bauen kann. Weil es gibt leider kein Feuer, was man einfach so einfügen könnte. Und jetzt könnte man auch zum Beispiel das Jurassic Park Tor mal nachbauen. Aber ohne dieses Feuer kann man halt die Fackeln nicht machen. Sehr schöner Springbrunnen, gefällt mir. Hier auch der Eingangsbereich. Leider steht da oben kein Name dran. Oh, du hast sogar die Rückseite. Oh, wie schön. Mit den ganzen Tieren hier und goodbye. Schöne Liebe zum Detail. Und hier liegt ein Baumstamm drauf, überall Bäume drumherum. Hast du wirklich schön gemacht. Nice, gefällt mir. Guck mal, die Kinder. Stellt euch mal vor, das wäre bei uns so, in solchen Zoos so. Alle mit solchen coolen Hüten und sowas. Ist schon nice. Aber wir gehen mal hinein. In den Zoo ohne Namen. Ja, du hast hier auch Fahrräder. Interessant. Auch hier mit diesen grünen Zäunen mal gearbeitet. Finde ich cool. Habe ich auch schon mal gesehen, aber bin ich noch nie zu gekommen, die zu benutzen. Das ist auch echt toll hier gemacht. Mit den ganzen Statuen. Hier die Fahrräder. Mülltonnen, alles am Start. Dein Zoo ist nicht mal dreckig. Also du hast hier wirklich gut dafür gesorgt, dass hier ja, ausreichend Mülltonnen, Bänke und alles stehen. Mega gut. Das ist jetzt wahrscheinlich der Eingangsplaza so ein bisschen. Ja, genau. Hier können die Leute sitzen. Hier können sie sich dann was zu snacken und so holen. Ich glaube, dahinter sind schon Gehege. Boah, das ist aber mal eine hohe Barriere. Krass, okay. Ich glaube, das ist ein fertiger Laden. Den gibt es, glaube ich, so. Ich glaube, modernes Design oder so, ne? New World Shop Large, ja, genau. Die sind, glaube ich, auch vorgefertigt, ne? Ja.
Ist aber gar nicht schlimm, wenn ihr sowas benutzt. Ich werde das bei mir im Franchise auch machen. Das dauert sonst einfach zu lange. Okay, es gibt drei Abzweigungen, Leute. Links, rechts, geradeaus. Wir gehen mal rechts. Ja. Achtet ein bisschen auf die Gehege, weil wir müssen jetzt rausfinden, warum die Tiere an Futter leiden. Ist auf jeden Fall sehr praktisch. Hier haben wir Strauße drin. Vielleicht können wir da ja sogar reingehen. Strauße. Faue meine ich natürlich. Vielleicht können wir da sogar reingehen. Scheint so ein richtiges Labyrinth zu sein. Richtig cool. Was ist denn da rein? Weiß es nicht. Aber hier ist auch noch was. Mit Bildschirm nach drinnen. Fernseher für die Tiere oder was? Mit verdunkeltem Glas. Okay, was haben wir denn hier? Oh. Hi. Du kuschelst mit deinem Kackeködel außerhalb des Geheges oder was? Alles klar, hier haben wir Varis drin. Das ist natürlich sehr kastenförmig, das Gehege, ne? Also dadurch ist zwar relativ einfach, das so zu bauen, hast du ja auch geschrieben, aber ich finde, das wirkt halt sehr beengt, wenn man das so groß baut, einfach im Viereck. Weil es ist immer schöner, wenn man möglichst viele natürliche Barrieren hat und möglichst wenige von diesen hier hat und du hast es halt einfach richtig groß gezogen. Ich meine, ist auch ein Baustil, kann man ruhig machen, aber ich bin da jetzt nicht so der Fan von, muss ich sagen. Aber ansonsten hier schöne Kletterstellen, schönes Gewässer in der Mitte, schöne Bepflanzung, schöne Gehegegestaltung. Aber scheint ja nicht sicher zu sein, wenn hier einer draußen ist. Aber ja, so ist das halt, ne? Auf jeden Fall süße Tiere. Ich wüsste jetzt aber nicht, wo das Problem ist. Also hier könnten die eigentlich füttern ohne Probleme in diesem Gehege. Ich glaube, der kommt da sogar gerade. Schauen wir mal. Ne, der macht nur sauber. Aber der Tierpfleger oder die Tierpflegerin sollte da auf jeden Fall easy hinkommen. Oh. Na, da helfen wir natürlich. Hier sind einige leider in der Transportbox. Holen wir mal alle raus. Ja, zurückschicken werde ich dir den Zoo nicht, aber wir werden dir auf jeden Fall hoffentlich helfen können und dir sagen können, was du verbessern kannst an deinem Gehegebau oder so. Aber hier habe ich jetzt eigentlich gar nichts so Negatives auszusetzen. Außer jetzt vielleicht ein paar optische Dinge, aber daran wirst du sicherlich noch arbeiten. Aber ich weiß jetzt nicht, wie er ausgebüxt ist. Hier oben hast du alles klettersicher und über Scheiben kommen die eigentlich auch nicht rüber. Hm. Kann doch sein, dass er da irgendwie festgebackt ist. Weiß ich nicht. Wir gehen weiter. Wo geht's denn hier in das Faungehege? Ah, hier geht's rein, Leute. Und hier rechts geht's auch rein. Das ist ein Mitarbeiterweg. Ja, das hast du aber schön hier gemacht mit den Blumen. Mit dieser Abgrenzung. Das gefällt mir. Toller Stil. Und hier hinter ist dann so ein Mitarbeiterweg. Schön versteckt. Und hier, ach, das ist auch ein Mitarbeiterweg. Ich dachte, hier geht's rein zu den Faunen. Ja, das ist hier coole Eingänge überlegt. Das sieht auch nice aus hier mit diesem schönen Heckenbogen. Und auch hier wieder so eine Mauer. Gefällt mir. Na gut, hier wollen wir ja gar nicht reingucken. Ich wollte eigentlich zu den Faunen ganz gerne hin. Aber da kommen wir wahrscheinlich später hin. Wir gehen erstmal weiter, Leute. Hier geht's dann noch entlang. Ich glaube, der Zoo ist schon ziemlich groß. Wir sind hier beim nächsten Gehege. Und ich glaube, das ist das... Ist das das Problemgehege? Nee, das war das mit den Kaffernbüffeln, ne? Hier haben wir Zebras, Giraffen, Warzenschweine und Weißschwanzgnus. Sehen wir schon mal ein paar Tiere. Wir gehen da auch gleich mal rein. Oh, was ist das denn hier für ein cooles Gebäude? Da hast du dich aber ausgetobt. Das sieht nice aus. Gehen wir gleich mal schauen. Ja, das sind genau die vier Tiere. Hier haben wir nochmal so einen Shop. Hast ja alles mit dieser Mauer abgegrenzt. Hier sind Toiletten. Hier ist wieder ein Mitarbeitergebäude. Und hier kann man dann die Tiere wunderbar beobachten. Hier haben wir die Weißschwanzgnus. Finde ich auch cool, ne? Die haben coole Hörner. Da ist ein Warzenschwein, Zebras. Was die viele Geräusche machen, mega cool. Und dann sind die Giraffes. Ach, guck mal, wie süß das darüber rennt. Ein tolles Gehege. Ist auch mega groß, also so viel Platz braucht man auch für so viele Tiere. Guckt euch die mal an. Vier Dandys am Fressen. Hier am Durchdrehen. Hier ist aber schön gestaltet, das Gehege. Gefällt mir. Ist zwar relativ flach, aber das hast du ja dazu geschrieben. Aber so ein paar Erhöhungen und so hast du schon drin mit Klippen und sowas hier. Das finde ich echt ganz cool. Und hier geht es auch mal runter und so. Deswegen sieht das jetzt gar nicht so schlecht aus. Hier auch schön mit dem Wasser gearbeitet. Hier so Brücken rüber. Das finde ich schon cool. Da kann man sogar komplett so rüberlaufen. Das finde ich mega nice. Richtig coole Idee.
Weltmeer. Und dieses Haus hier ist ja wirklich, also der Unterstand oder Unterschlupf, ist ja wirklich ein Highlight. Der sieht ja ultra nice aus. Richtig cool. Hier auch an der Seite das Ding befestigt. Hier dieses Dach an der Seite. Okay, das gefällt mir. Ich weiß nicht, ob das aus einem Workshop ist oder selber gebaut. Sieht aber selbst gebaut aus, wenn man hier mal guckt. Alles aus einzelnen Teilen. Sehr schön. Nicht schlecht. Und da sind auch die Giraffen drin. So schlafen die? Das ist ja total süß. Wusste ich gar nicht, dass das so aussieht. Ich hätte jetzt gedacht, die schlafen im Stehen, wenn ich ehrlich bin. Aber dass die sich so hinlegen und den Kopf da so drauflegen, ist ja super süß. Ja, aber cool gemacht. Hier geht es sogar auch nochmal raus. Ein Ausgang. Gar nicht gesehen. Aber der ist dann eher für die Kleintiere, ne? Da ist er aufgestanden. Was haben wir hier noch? Ah, hier ist auch nochmal ein Ausgang. Oder was ist das hier? Der macht irgendwie nicht so viel Sinn. Vielleicht ist es auch aus dem Workshop, ich weiß es nicht. Ist ja auch eigentlich egal, Leute. Wenn was aus dem Workshop ist, dann ist es aus dem Workshop. Aber es ist auf jeden Fall ein schönes Gebäude. Kannst du natürlich gerne in die Kommentare schreiben, ob du es selbst gebaut hast. Falls ja, dann großes Lob. Sieht sehr nice aus. Hier ist auch nochmal so ein kleiner natürlicher Unterschlupf. Und ansonsten sieht das echt schön hier aus, das Gehege. Wüsste jetzt auch nicht, warum die verhungern sollten. Also, ihr habt ja gerade gesehen, die haben ja ordentlich gefressen gekriegt, haben auch ordentlich gefressen. Und eigentlich, wenn du genug Tierpflege eingestellt hast, sollte es hier keine Probleme geben. Das sind nochmal ein paar Affenbrotbäume, ein Schlammbad, nochmal ein Shelter. Und meiner Meinung nach ist auch der Platz hier in diesem Gehege mehr als ausreichend. Bin ich mir ziemlich sicher. Also hier kann ich jetzt auch nichts entdecken. Falls ihr irgendwas gesehen habt, woran das liegen könnte, dann könnt ihr es natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Ne? Weil ich werde ja wahrscheinlich nichts finden. Ich bin ja auch noch nicht so der Profi, was sowas angeht. Habe ja fast nur Sandbox bis jetzt gespielt. So, weiter geht's. Ich werde mich auch wieder 100 pro verlaufen. Mitarbeiterbereich. Aber sehr schön hier gestaltet auch. Zwischendrin. Baumstämmen. Mit diesen Klippen, so ein paar Affenstatuen dahin. Hier alles ein bisschen begrünt. Noch sehr große Wegflächen. Mal so ein Bär. Hier ist nochmal eine Toilette, Geldautomat, Mitarbeiterwege. Gott, ich habe mich jetzt schon verlaufen, Leute. Ich sage es ganz ehrlich. Ich glaube, wenn wir jetzt hier zurückgehen, dann kommen wir wieder zum Eingang. Kann das sein? Ich bin einmal hier so im Kreis gelaufen. Hier haben wir auf jeden Fall Pandas auf der Seite und hier haben wir den Ganges Gavial. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingucken soll. Hier sind so viele Gehege. Auch hier sehr schön. Also du hast einen tollen Baustil. Gefällt mir. Da sind die Pandas. Wir gehen einfach mal direkt rein ins Gehege. Ja, mega. Also wirklich. Dafür, dass du das so flach gebaut hast. Also ich finde nicht, dass es flach wirkt. Du hast halt schon Erhöhungen reingebaut. Ich hätte jetzt gedacht, du hast mega den flachen Zoo gebaut. Aber es geht voll klar. Da rennt er. Gehen wir mal hoch. So cool gemacht. Wenn die hier oben lang gehen. Und hier geht es dann wieder runter. Hier vorne geht es dann. Da können sie planschen. Hier geht es über eine Brücke. Und mal hier lang. Ich kann nicht gar nicht langlaufen. Schade. Und hier sind dann einige Pandas. Ich könnte mir halt vorstellen, dass du wirklich zu viele Tiere vielleicht in den Gehegen hast. Aber auch hier kommt gerade der Pfleger zum Füttern. Ich habe mal gehört, dass die immer erst die Spielzeuge auffüllen. Also kann auch sein, dass du vielleicht zu viele Futterspielzeuge hast. Also die sollen wohl immer erst diese Spielzeuge auffüllen und dann erst diese Plattform. Vielleicht liegt das auch daran. Aber ihr habt ja gerade gehört, jetzt gibt es hier Nom Nom. Scheint alles zu funktionieren. Aber wer will Nom Nom? Komm, ich will jetzt einen sehen, der Nom Nom macht. Kommen sie. Wie lieb die aussehen. No. Aber die haben ganz schöne Pranken, wenn ihr mal schaut. Und auch Zähne. Oh, niedlich. Da frisst er. Da wollen wir nicht weiter stören. Aber das scheint hier alles zu funktionieren. Ja, das Einzige, was echt so Manko ist, finde ich, diese hohen Zäune. Die machen das so ein bisschen kaputt. Also ich glaube, hättest du es ein bisschen natürlicher und so gestaltet, dann würde es noch nice aussehen, weil an sich hast du einen sehr schönen Baustil. Das sieht man hier auf jeden Fall. Hier geht es auch nochmal hoch. Interessant. Guck mal, hier füllt er auch auf. Also die machen das gerade eigentlich recht vorbildlich hier, die Pfleger. Kann man nicht anders sagen.
Hier ist nochmal ein Unterstand. Hier geht es auch nochmal hoch. Also ein tolles Gehege. Da müssen sich die Tiere eigentlich wohlfühlen. Und ist nochmal so ein Graben, also müssen wir hier nochmal rüber gehen. So, hier geht's lang, hier geht's lang. Und ab ins nächste Gehege gegenüber, da ist der Ganges Gavial. Och, der hat ein schönes Gehege bekommen. Was ist das denn hier? Das habe ich ja noch nie gesehen. Wasserdüsenbeschäftigung, oh. Hier, die kenne ich gar nicht. Scheint für den Ganges Gavial eine Beschäftigung zu sein. Die kann man bestimmt auch cool einbauen, so. In irgendwie ein Objekt oder sowas. Also irgendwie, dass es so aussieht wie so ein kleiner Springbrunnen, wo die dann hier hingehen. Auch tolle Tiere, ne? Hm. Aber ich muss echt sagen, also bis jetzt sieht das alles sehr idyllisch aus hier. Die roten Meldungen sind auch zurückgegangen, seit die Besucher raus sind. Nur noch 17 Tiere. Vielleicht hattest du zu viele Besucher und die Leute sind da nicht mehr durchgekommen, weil jetzt gerade wirkt das wirklich so mega vorbildlich. Guck mal, hier kommt schon der nächste Pfleger und bringt Futter. Tapunoma! Tapunoma! Das ist wie Futter. Bald kenne ich diese Sprache. Nee, hast du aber toll gestaltet hier, gefällt mir. Hier kann man natürlich immer noch so ein bisschen Klippen und so hinmachen, aber an sich ist das schon sehr cool alles. Jetzt hat auch jedes Gehege so einen eigenen Stil. Der hat Hunger. Guck mal an, wie der tippelt. Guck mal, den Schwanz. Schnell futtern. Guten Appetit, Ganges. Wir gehen weiter. Na, sehr cool. So, Mitarbeiter. Gebäude. Und wir sind wieder zurück beim Eingang, wie ich es gesagt habe, Leute. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier lang und dann gehen wir nochmal da hinten weiter. Aber wir konnten jetzt gar nicht bei den Pfauen rein, ne? Schade, kann man da nicht durchlaufen. Also wir können es auf jeden Fall, aber ich dachte, hier gibt es vielleicht so ein begehbares Gehege. Das kann man ja machen bei den Pfauen. Ist hier halt so ein Labyrinth eingebaut. Und sogar so eine Wassermühle. Vielleicht solltest du hier noch so ein bisschen Spritzen mit einer Düse oder so einbauen. Dass das Wasser so ein bisschen spritzt. Ist das Ganze ein bisschen realistischer. Aber an sich ist das cool, dass du hier so eine Mühle eingebaut hast. Das sind jetzt auch die Pfauen. Ich habe noch nie einen Pfau gesehen, der sein Gefiederkleid auspackt. Aber das können, glaube ich, auch nur die Männchen, ne? Weibchen haben das, glaube ich, nicht. Ist das aber nicht hier ein Männchen? Ne, das sind Weibchen. Wie sehen denn die Männchen aus? Alles Weibchen. Da hinten sind Männchen, okay. Auch hier hast du ein tolles Gehege gebaut. Kann man nicht anders sagen. Aber hier alles ein bisschen eckig und sowas noch. Kann man sicherlich noch anders regeln, aber ansonsten. Komm, mach mal dein Gefieder auf. Dann, die will mal ein bisschen was sehen hier. Ein bisschen was präsentiert kriegen. Kleiner V. Ja, ködeln kannst du, ne? Na gut, wollen wir nicht weiter stören. Ich glaube, das kriegen wir heute nicht zu Gesicht. Lass wir nicht ins Wasser fallen. Und dann geht's ab zurück. Hier haben wir nämlich das nächste Gehege. Hier sind Flamingos. Auch sehr schön. Aber jedes Gehege sieht anders aus vom Stil. Finde ich mega. Cool. Auch tolle Tiere. Warum finde ich es cool, dass die auf einem Bein stehen? Die chillen. Auch hier hast du ein tolles Gehege gemacht. Guck mal, nur noch 5 Nachrichten. Das sind nur noch die Varis und ein Gabelbock. Also ich glaube wirklich, dass es einfach an deinen Gästen liegt. Du hast wahrscheinlich zu viele Gäste und die Wege sind wahrscheinlich nicht breit genug, sodass die Mitarbeiter da nicht mehr durchkommen vernünftig. Also entweder musst du noch weitere mit... Ist der gerade geflogen? Wow. Also entweder musst du noch mehr Mitarbeiterwege machen, wo nur die Mitarbeiter lang gehen können, oder halt breitere Wege, weil du wahrscheinlich zu viele Gäste hast. Also das ist zumindest für mich gerade am einleuchtendsten, weil die roten Meldungen viel, viel besser geworden sind, seit ich die Gäste rausgeschickt habe. Oh, fallen wir ins Wasser. Du hast aber auch wirklich mal große Gehege gebaut, also sehr großzügig gemacht. Nicht schlecht. Was haben wir hier? Hier haben wir, Entschuldigung, Katas haben wir hier. Das ist ein Baby. Sieht so klein aus. Er leckt auf jeden Fall seinen Fuß. Na, schmeckt's? Ach nee, die ist schwanger sogar.
Ja, 69 Nachwuchs erwartet, okay. Ja gut. Wollen wir dich auch nicht weiter stören? Ja, richtiges Labyrinth gebaut für die. Mit Kletterstellen. Das ist ja cool. Ja, nicht schlecht. Hast auch immer schön die Scheiben abgedunkelt, sodass die Tiere sich nicht beobachtet fühlen. Mitarbeiterwege. Sieht relativ gleich aus wie auf der anderen Seite. Also ich glaube, das ist auch sehr gleichmäßig gebaut. Ah, hier ist so. Hier ist, glaube ich, das Schwierigkeitengehege. Kann das sein? Hier haben wir Gabelbock oder sowas. Bison. Ah, nee, das war das nicht. Wir schauen erstmal von hier. Auf jeden Fall ein Tier gefangen. Noch ein paar Läden und so. Aber die, guck mal, die füttern hier wirklich fleißig gerade deine Mitarbeiter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es an den Gästen liegt, dass du zu viele einfach hast. Aber es waren über 5000 Gäste im Park. Das ist schon wirklich richtig viel. Aber hier sind auch viele Tiere drin. Das sind Gabelböcke sogar. Ich habe sogar recht gehabt. Und natürlich Bisons. Amerikanischer Bison. Da hinten ist auch noch was in der Kiste. Das befreien wir auch mal. Wir wollen ja nicht, dass deine Tiere hier leiden. Aber ansonsten auch hier. Wieder ein ganz anderer Stil in dem Gehege. Gefällt mir sehr gut. Hier hast du das mit den Mauern auch nicht so hoch gemacht. Das finde ich schon um einiges besser. Hier hast du versucht, das so ein bisschen natürlich abzudecken und so. Hat auch gut geklappt. Also gefällt mir besser als diese Kastengehege. Oh, und da oben ist eine coole Brücke. Oh mein Gott. Da ist sogar ein Kaffernbüffel drin. Ah, das ist das nächste Gehege, ne? Ah, hier ist so ein Gitterzaun als Unterteilung. Das ist das nächste Gehege und hier fließt Wasser durch. Sehr coole Idee. Aber hier mit dem Wassergeplätscher, das ist, kann man noch ein bisschen überarbeiten, denke ich. Kannst du wahrscheinlich noch ein bisschen realistischer gestalten. Hier haben wir noch einen kleinen Unterstand. Hier sind noch ganz viele Gabelböcke und Bisons. Hier nochmal ein paar Unterstände. Und wir gehen weiter. So, nächstes Gehege. Das war, glaube ich, das Problemgehege, ne? Kaffernbüffel, Strauß, Rappenantilope und irgendwas war da, glaube ich, noch drin, ne? Ne, die drei waren das. Aber da hast du, glaube ich, geschrieben, dass das das Problemgehege war. Aber momentan sind es nur noch die Varis, die Probleme machen. Da können wir gleich nochmal vorbeischauen, ob wir den Fehler finden. So, eine wunderschöne Brücke hast du hier gebaut. Ah, hier sind sogar Schlafplätze drin, Futterspielzeuge und so, damit die da auch durchkommen. Und da kommt schon der nächste Mitarbeiter, der Futter besorgt. Aber guckt euch die mal an. Okay, das sieht nice aus. Das ist doch ein schönes Bild hier, oder? Richtig cooler Style hier bei der Brücke. Hört mir sehr, sehr gut mit diesem Glas auch. Ist halt nur die Frage, ob das nicht zu unsicher ist, so Glas. Also rein realistisch gesehen wird man es wahrscheinlich nicht machen. Aber in Planet Zoo, mega nice. Also gefällt mir sehr gut. So könnte man auch eine Brücke bauen für Besucher, finde ich. Das müssten Rappenantilopen sein, glaube ich. Ah, nicht Springbock. Aber den Dingern komme ich immer durcheinander. Sehen alle gleich aus. Dann haben wir die Viecher, vor denen ich richtig Angst und Respekt habe. Die mir das Auge auspicken. Und Kaffernbüffel. Finde ich auch sehr cool. Hier einen schönen Unterstand. Also die Brücke ist wirklich ein Highlight hier in dem Gehege. Fällt mir richtig gut. Hier geht es auch nochmal so hoch, oder was? Ah, da kann man sogar nochmal gucken gehen. Sehe ich gerade. Hier ist auf jeden Fall nochmal so ein kleiner Unterstand. Dann sind auch nochmal Felsen und so. Hast du schon cool gemacht. Ist natürlich alles sehr eckig gebaut bei dir. Aber kann man natürlich auch als Stilmittel benutzen, ne? Du hast halt einen sehr eckigen Zoo so gebaut. Finde ich jetzt nicht schlecht. Also würde ich jetzt nicht negativ sehen. Das Einzige, was mich halt stört, sind die ganz hohen Zäune und sowas dann. Hier ist auch nochmal eine schöne Brücke gebaut. Also das Gehegedesign in den meisten Gegenden gefällt mir richtig gut. Diese Brücke ist mega cool. Ist die aus einem Workshop oder ist die selbst gebaut? Gruppe 235. Wahrscheinlich selbst gebaut, gehe ich mal von aus. Könnte gut sein. Wir gehen weiter. Jetzt kriegen wir wieder mehr Probleme rein. Das sind alles die Varis. Also nur noch bei den Varis gibt es Probleme. Da schauen wir gleich nochmal. Nochmal ein paar Läden. Im Gehege waren wir gerade schon. Aber die kann man auch wunderbar beobachten, ne? Weil die überall Scheiben sind. Das ist natürlich sehr, sehr simpel alles gestaltet. So, ne? Einfach überall Scheiben und so. Ist jetzt nicht so mega kompliziert.
Da finde ich sowas aber immer sehr viel cooler, muss ich sagen. Ich finde es gut, dass du es hier noch eingebaut hast. Hier kann man nämlich nochmal Geld abheben zu so einem Laden. Und hier geht es dann hoch. Hier hat man dann nochmal so eine schöne Aussichtsplattform. Aber hier kann man sogar... Das ist eine coole Idee. Du hast hier eine Plattform, da kannst du reingucken in den Unterstand von oben. Und du kannst aufs Gehege schauen. Mit einer richtig schönen Aussicht. Okay, das ist eine nice Idee. Gefällt mir. Richtig cool. Also so diese Aussichtsplattform mit dem Unterstand zu verknüpfen sozusagen. Das finde ich cool. So, wo sind wir jetzt? Ich glaube, jetzt sind wir wieder in der Mitte angekommen, ne? Genau, hier waren wir vorhin schon. So, jetzt haben wir sozusagen den ersten Teil abgehakt. Wollen wir kurz zu den Varis gehen oder machen wir das am Ende? Wir machen das am Ende, Leute. Ich hoffe, ich denke da dran. Nachher vergesse ich das. Aber jetzt, ich glaube, das Problem hat sich gerade schon gelöst. Zuma, hier ist hungrig. Also ich glaube, du hast halt sehr viele Tiere und wahrscheinlich nicht genug Pfleger. Wir können mal gucken. Pfleger. Welche sind das denn? Sind das die Zoopfleger? Ne, das sind die, die sauber machen, ne? Tierpfleger. 40 Stück hast du. Das sollte eigentlich locker ausreichen. Ich glaube, es lag echt nur an den Leuten, wenn ich ehrlich bin. Weil jetzt die Fehlermeldungen sind fast alle weg. Also ich glaube, es liegt einfach daran, dass du nicht genug Wege hast für deine Mitarbeiter, beziehungsweise diese Wege nicht breit genug sind für 5000 plus Leute, ne? Das ist schon sehr, sehr viel. Wir gehen einfach mal geradeaus durch, Leute. Nehmen wir auf jeden Fall nochmal Vivarien. Hier haben wir ein Leguan, oder was ist das? Grüner Insel-Leguan, ja. Wo ist er denn? Da. Hallo. Die Vivarien-Tiere zu finden, ist immer so eine Sache für sich. Haben wir hier. Das ist die Krustenechse, ne? Gila Krustenechse, oder wie die heißt. Das ist sie. Guck mal, habe ich schon gelernt. Weil ihr die immer ständig in euren Zoos macht. Das könnte eine brasilianische Vogelspinne sein? Nee, okay. Mexikanische Rotknie-Vogelspinne. Bin noch nie gehört. Weiß aber auch gerade nicht, wo die sich rumtreibt. Wir gehen mal rein, ganz mutig. Schauen das mal kurz um. Irgendwie kann man die auch immer so finden. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das mal gemacht habe. Vergesse ich irgendwie immer. Ich kann doch hier auf die Tiere klicken. Javier. Wo ist Javier? Kamera. Javier, wo steckst du? Der ist in dem Baumstamm drin. Ja, da ist er. Seht ihr ihn da? Ich kann da nicht mehr ranzoomen. Nicht näher ranzoomen. Das tut mir sehr leid. Wir gehen mal eben... Kann man das sehen? Ja, so ein bisschen, ne? Man sieht sie jetzt halt blau, leider. Von der Farbe. Wir können mal kurz das Fenster schließen. Kann leider nicht näher ranzoomen. Na, jetzt sieht man sie ganz gut. Ach, Vogelspinnen sind schon fies. Vor denen habe ich auch Respekt. Ganz ehrlich. So, nächster Mitarbeiter, Ticket Cam. Und weiter geht's. So, was haben wir? Da waren wir gerade. Das ist auf jeden Fall ein Tausendfüßler. Brasilianischer Riesenläufer. Was steckt der denn? Der kann ja wohl nicht so klein sein. Da ist er. Oh, sorry für die schlechte Kameraführung gerade. Da ist er unterm Blatt. Ist aber nicht so einfach. Da, jetzt sieht man ihn gut. Ja, auch fiese Dinger. Hätte ich jetzt nicht so Bock als Haustier, den zu haben. Okay, das waren die. Haben wir hier. Boa Constrictor, die sehen wir hier. Was macht die denn da? Ist da voll rumgewickelt. Einfach so ein Klumpen. Ja, hat sich einfach um so einen Ast gewickelt. Haben wir hier. Gute Frage. Schauen wir mal kurz. Eine Puffotter, okay. Die chillt auf jeden Fall hier unterm Stein gerade. Wird das mit dem Vivarium muss echt noch überarbeitet werden, dass man da so ein bisschen mehr selber gestalten kann und die auch größer bauen kann und so. Sehr, sehr schade, dass man die nur so ein Viereckformat in sein Zoo stellen kann und dann kann man so ein paar Sachen einstellen. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo die ist, aber ich finde das gerade auch nicht so spannend. Also hier ist nochmal eine Boa Constrictor drin. Ah, die ist da oben. Ich finde Vivarien einfach auch nicht so spannend, muss ich sagen. Weil meistens passiert da halt nichts. Ich meine, es ist realistisch, ne? Diese Tiere chillen wahrscheinlich auch 24/7.
Haben wir hier? Ist das eine Anaconda? Gelbe Anaconda, ja. Okay. Anacondas sind doch eigentlich ziemlich groß, oder? Werden wir wohl finden. Würde ich gerne noch sehen, die Anaconda. Wo ist die? Vielleicht frisst sie mich. Ist das gruselig. Okay, ne, ich gehe hier raus. Das ist mir zu gruselig. So, weiter geht's, Leute. Hier ist nochmal so richtig schönes. Das gefällt mir, ja. Das sieht nice aus. Was auch immer das ist. Einfach so ein schöner Deko-Platz oder sowas. Sehr schön gemacht. Auch hier alles schön bepflanzt und so. Das gefällt mir. Sieht schon sehr besucherfreundlich aus, dein Zoo. Ja, cool. Ich weiß jetzt nicht, was uns hier noch erwartet. Wir gehen jetzt mal hier durch. Das gleiche Ding wie beim Eingang, wenn mich nicht alles täuscht. Mal ein schöner Springbrunnen. Oh, und hier sind wir beim nächsten Gehege. Scheint so das Highlight zu sein, der Mittelpunkt. Ein Panthera Leo Leo Gehege. Westafrikanischer. Auch kaum zu überhören. Sehr cool, dass man hier so runterguckt. Hier hast du eine schöne natürliche Barriere gebaut. Aber du hast wirklich diesen eckigen Stil durchgezogen im ganzen Zoo. Das finde ich dann eigentlich ganz cool. Kann man machen. Ja, würde eigentlich ganz gerne runter. Oh, oh. Ich glaube, hier geht es nicht runter. Wir müssen uns einen anderen Weg suchen. Auch ein sehr großes Gehege für die Löwen. Da sieht man ihn gerade ganz gut. Ein Weibchen. In der Tierwelt ist ja immer so, dass Männchen prachtvoller sind. Boah, sind das viele Löwen? Sind das nicht schon viel zu viele? Wie groß ist denn so ein Rudel? Schon sehr viele da in dem Gehege, oder? Hm. Wir versuchen gleich nochmal runterzukommen. Hast du hier? Bestimmt ein Workshop-Gebäude, oder? 1060 Objekte. Nee, kann auch sein, dass du selber gebaut hast. Ich weiß es nicht. Meistens erkennt man Workshop-Gebäude an dem Namen. Jetzt auch sogar rein. Aber das ist aber wahrscheinlich noch nicht fertig. Hier ist wahrscheinlich irgendwas geplant in Zukunft. Nochmal ein Mitarbeitergebäude und noch mal ein weiteres von diesen Gebäuden. Da werden wir wahrscheinlich noch irgendwas zu Gesicht bekommen. Ja, leider sind die Löwen gerade alle in der Mitte und ich komme hier nicht runter. Der Mitarbeitereingang ist wahrscheinlich irgendwo anders, ne? Na, ist ja auch egal. Man sieht es ja eigentlich ganz gut. Ich habe aber gar kein Männchen gesehen. Hast du hier gar keins mehr drin? Das sind fast nur Weibchen, ne? Hm. Ich würde sagen, wir gehen mal in die andere Sicht. Schauen mal von oben jetzt. Also hier waren wir gerade. Auch sehr cool gestaltet. Allgemein. Ja, okay. Jetzt sieht man es ganz gut. Du hast hier wirklich ein richtig parallel gebaut, so von den Gehegen her. Und alles schön im eckigen Stil. Finde ich nicht schlecht. Also kann man auf jeden Fall machen. Hier haben wir die Löwen. Ich sehe kein Männchen. Hier bei diesen Schlafplätzen würde ich die sogar eher so ein bisschen zusammenlegen. Weil finde ich immer ein bisschen schöner. Also sieht das irgendwie so kopiert aus, finde ich. Geht der jagen oder was macht der? Ne, keine Ahnung. Es sind anscheinend nur Weibchen. Na gut. Wollen wir die nicht weiter stören. Hier waren wir auch gerade. Ich glaube, wir haben soweit alles gesehen. Das wäre dieses Gehege mit dieser wunderschönen Brücke und diesem Übergang hier. Also da würde ich nochmal mit den Düsen beigehen. Das sieht nicht so realistisch aus. Aber die Idee ist cool, dass es so in das andere Gehege fließt durch so ein Gitter. Und diese Brücke ist auch richtig cool. Auch hier eine schöne Brücke. Hier Brücken. Also Brücken hast du relativ viele gemacht. Finde ich nice. Hier haben wir das Flamingo-Gehege. Hier hatten wir die Katas. Hier war der Ganges Gavial, die Pandas. Hier ist das Problemgehege, was wir gerade noch hatten. Aber ich glaube, da brauchen wir nicht mehr gucken. Wir gucken gleich noch einmal kurz da rein. Und hier war das andere große Gehege. Oh, du hast das schon echt cool gestaltet, die Gehege. Nicht schlecht. Also diese Kasten, die würde ich auf jeden Fall noch irgendwie mir was überlegen. Dass du die vielleicht ein bisschen anders noch gestaltest. Die finde ich irgendwie nicht so schön. Aber ansonsten ist dein Zoo schon sehr, sehr cool. Und ich glaube, dein Futterproblem haben wir schon gelöst, ne? Also jetzt sind jetzt echt nur noch die
Varis, aber hier sind echt noch Pfleger am Start. Vielleicht hast du einfach zu viele Tiere hier drin. Könnte ich mir vorstellen. Es ist dann ja auch wirklich immer nur ein, zwei Stück oder so, die dann gerade kein Fressen haben. Wahrscheinlich, weil die anderen, die hier grün sind, ihnen das Futter weggefressen haben oder sowas. Kann gut sein. Ich habe jetzt aber gar keinen Namen für den Zoo rausgefunden. Bin ich jetzt ein bisschen traurig. Ne. Steht leider nichts. Ja gut, ist ja auch nicht weiter schlimm. Dann nenne ich ihn einfach unbenannt oder so. Ich weiß es nicht. Mal gucken, vielleicht kannst du mir auch noch was schicken oder so. Vielleicht schreibe ich dich mal an oder sowas. Ja, aber ansonsten würde ich sagen, das war die Zoobesichtigung heute von Stony, war glaube ich der Name, ne? Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schreibt mal unten in die Kommentare, wie euch der Zoo gefallen hat. Falls euch das Video und das Format gefällt, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr gerne den Kanal abonnieren. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy. Achso, eine Sache habe ich noch. Wenn ihr auch mal einen Zoo einschicken wollt, unten in den Kommentaren, nicht in den Kommentaren, in der Infobox stehen dazu alle Infos. Da dürft ihr gerne vorbeischauen und ich würde mich darüber freuen, wenn ihr mir auch mal einen Zoo sendet.